Hier noch was? Nö. So, einschmelzen. Masse. Mal 25, direkt. Das gibt wie viel? 37. Machen wir erstmal das Platin. Oh, warte, ich muss die Handwerksbeschleunigung reinsetzen. Hätte ich hier glatt vergessen. Die müssen wir noch anwenden. Zack, dann gibt es nämlich 10 Minuten lang 25% mehr. Dann kommen wir nämlich schneller auf das Level. Dann gibt es hier nämlich nicht mehr so wenig, sondern da gibt es dann richtig viel. So, das können wir jetzt erstmal nicht mehr einsetzen, das war klar. Dafür haben wir aber hier gleich jede Menge Platin. Und dann hoffentlich auch genug Punkte. Kriegen wir da genug Punkte? Wie viel gibt denn das? 8 jedes Mal, ne? Wie viel gibt das? Auch 8. 47 Stück. Bei kritischem Erfolg gebe ich, kriege davon 50. Ich will aber mehr XP und nicht diese komischen Dinger. Komm, ne, wir machen nicht Masse. Was gibt's hier? Wenn ich Kohle hätte, dann könnte ich aus dem Zwergeneisen endlich mal was machen. Ich gucke gleich mal, ob ich Kohle finde. Hier müsste ja irgendwo ein Typ rumstehen, der mal Kohle verkaufen will, ne? Also wenn irgendwo einer ist, der Kohle verkauft, dann ja eigentlich wohl hier. Ich weiß nur nicht, wo hier irgendeiner was verkauft. Da drüben verkauft einer was. Da gehen wir nochmal hin. Ich weiß, ich verbrate gerade meinen Bonus, aber ich habe noch 9 andere von diesen Dingern. Seid gegrüßt. Ja, ja, Kupferbänder, bla 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 bla. Ich hatte doch irgendwann mal Kohle, ne? Hier sind noch Rezepte. Bereits bekannt. Bereits bekannt. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Was mit denen? Auch bereits bekannt. Nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Kenne ich auch schon. Wieso kenne ich die alle schon? Nehmen wir auch. Kann ich die jetzt nicht mehr? Ich kenne die alle schon. Ist ja krass. Und den nehmen wir auch noch mit. Und hier gibt es natürlich keine Kohle. Das war klar. So, lernen wir die mal eben alle. Zack. Oh, das hätte auch mal schneller gehen können, ne? Schulterstück her. Das ist alles jetzt keine Mega-Rüstung hier. Das sind alles Hauptsache, man hat sie mal. Wer weiß, wenn man sie mal gebrauchen kann. So, komm, dann nehmen wir die mal alle eben. Irgendwann bin ich der Mega-Schmied hier in diesem Spiel. Dann habe ich alles, was man machen kann. Freue mich jetzt schon drauf. Bin ich mal Bauer geworden. Das kann man nämlich ganz schnell machen und da muss man nicht viel für. Da muss man nur einfach nur ein bisschen Geld für haben. Der Rest geht von ganz allein. So, was hat der? Verkauft ihm auch noch was? Der verkauft mir doch bestimmt Kohle, ne? Komm, 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 komm. Der verkauft mir auch Rezepte. Die habe ich da jetzt alle schon. Und keine Kohle. Ich verstehe nicht, warum ich im Markt nie irgendwie Kohle finde. Als würde das nie jemand verkaufen. Waffenmacher. Der vielleicht was dabei? Was benötigt ihr? Ich verstehe es dann. Manchmal echt nicht. Manchmal verstehe ich es echt nicht. Das ist alles sehr merkwürdig, ist das. Sehr, sehr merkwürdig. Na gut. Gehen wir noch ein bisschen schmelzen. Oh, nicht so nah da dran. Zwängeisen. Da bräuchte ich 50 Stück auf einen Schlag von 95. Dann würde ich 25 mal die Dinger kriegen. Ich kriege aber nur 37 davon. Da müsste ich jetzt mal rechnen. Ob sich das rechnet? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, während der die anderen herstellt. Moment. Ich mache mal hier meinen. Achso. Ich mache mal hier meinen Taschenrechner auf, wenn ich ihn mal finden würde. Wo ist denn der Rechner? Hallo, komm. Nein, Handy. Gib mir mal das richtige Programm, bitte. Telefon. Werkzeug. So. Rechner. Dann würde ich. Wie viel davon jetzt einsetzen? 50, ne? 50 Stück. 50 Stück. Und hier brauche ich immer 3. Aber dann muss ich trotzdem 50 für einsetzen. Und das wären 50. Wären dann 50 mal 8, sind dann aber 400.
Ist das dann jetzt, ist das jetzt deutlich mehr XP oder bin ich einfach nur zu doof, das auszurechnen? Ich bin nur zu doof, das auszurechnen, oder? Ich kann einmal direkt 25 auf einen Schlag. Aber selbst dann wären es immer noch keine, dann sind es immer noch, weil 37, 37 durch 8, wie viel ist denn da? Da sind keine 5 Stück. Und ich habe jetzt schon, da rechnet sich überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, nur, wenn man einfach keine Lust hat, hier rumzustehen und keine XP pushen muss. Dann lohnt sich das auf der anderen Seite rum wieder. Weil dann muss man nicht hier 1000 Jahre lang rumstehen und sich denken, oh, die Scheiße wird nicht fertig, so wie ich gerade. Was mir aber gerade ziemlich egal ist, ehrlich gesagt. Von daher, what the hell? Ne? So, nach dem Motto. Weil, kann mir ja egal sein. Ich habe ja Zeit. Ich nehme ja eh nur auf. Alter, was machen die da draußen für Lärm, ey? Jetzt so ein Typ mit so einem Laubbläser, der muss jetzt unbedingt hier... Ah, oh, die haben vorhin die Wiese gemäht. Und jetzt muss der Typ mit seinem blöden scheiß Laubbläser da unbedingt genau das alles jetzt machen. Ach, ich kann hier klicken, um die zu sortieren. Ist ja geil. Modus bearbeiten. Nee, lass mal. Will ich die sortieren lassen? You want to rearrange. Ich versuch mal. Ist gar nicht so doof. Ich hätte es andersrum gemacht, aber ist gar nicht so doof. Macht ihr die jetzt mal anders? Nö, macht die immer so. Ja, dann lassen wir mal so, ne? Und dann kann ich das irgendwann... Dafür brauche ich Schmiedstufe überragend. Junge, geh mal weg da hinten. Hör auf mit deinem scheiß Whistleblower. Nein, ist kein Whistleblower, ist ein Dingensblower. Leafblower. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Immerhin kriege ich ja auch XP. Vor allem die ein so ein Ding herstellen. Gibt genauso viel XP wie ein so ein Wolf in Vorrolltönen. Beziehungsweise war ein Wolf? Nee, so ein Bilvis. Der Bilvis hat 80 XP gegeben, glaube ich. Ich könnte jetzt zurückscrollen, aber... Nee, du. Hier steht immer genau, was passiert ist. Escalip gelang ein kritischer Treffer mit Vergeltung gegen Sylvanische Samfot für 220 Punkte Schaden des Typs allgemein auf Moral. Ja gut, dass das nicht immer da steht. Da wirst du ja gar nicht mehr fertig in diesem Leben. Da bist du ja 1000 Jahre dran. So, guck mal, 17 Stück nur noch. Wir haben gleich 50 Stück hergestellt. Das Blöde ist nur, dass ich immer noch nicht genug für den oberen Rang habe, wenn ich jetzt mal Kohle hätte. Ich habe 58 davon. Ich könnte Zwergenstahl oder Westernisstahl herstellen. Ohne Probleme, jede Menge davon. Aber ich brauche diese verdammte Kohle und ich weiß nicht, wo ich diese verdammte Scheißdrecks... Ich hatte die doch schon mal. Warum habe ich die denn wieder aus den Augen verloren? Ich hatte doch schon mal Kohle. Habe ich vielleicht auf der Bank? Nee, ne? Habe ich keinen hingelegt. Und ich habe schon den Bonus an. Trotzdem reicht es nicht. Mann, 760. Ja, ist zu wenig. Kann ich hier veredeln? Dafür brauche ich auch Kohle. Ich brauche für alles Kohle. Und dafür brauche ich Western Stahl, dafür brauche ich auch Kohle. Ja, toll. Uraltes Nickel. Habe ich gar keins von. Uraltes Silber und uraltes Eisen habe ich ein bisschen. Boah, da habe ich echt wenig. Da habe ich echt nicht viel von. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich dachte, ich hätte voll viel, aber nein, ich habe voll nix. Nix hat er, nix. Nix hat er. Jetzt habe ich meine Uhr ausgemacht. Das war natürlich auch schlau. Das machen wir die mal wieder an. So, da haben wir sie doch. So, noch 5 Stück. Dann haben wir das Ding schon mal abgeschlossen. 816. Ja, auf 80 komme ich nicht. 4 Stück, 4 mal 8. Ja, sind keine 40. 24. Ja, scheiße. Wird eng. Es wird knapp. Es hat fast geklappt. Fast, ohne Witz. 840. Und jetzt bräuchte ich noch 4 Stück. Scheiße. Ich bräuchte noch 4 blöde... Nein, nicht 4. Ich bräuchte eigentlich, 8. Noch 8 Zwergeneisen. Aber ich habe keine 8 Zwergeneisen. Das ist ganz schön doof. Hier oben habe ich sowieso nichts mehr. Das hat sich hier alles erledigt. Hier bin ich eh schon maximalst
unterwegs. Und die geben auch alle nur 8. Mann. Altes Nickel. Na, mal ein neues. Einen neuen Barren. Und dann muss ich so langsam mal die ganzen alten Barren, die kann ich endlich. Was mache ich mit denen eigentlich? Verkaufe ich die? So Zeug, was man nicht mehr braucht. Platinerz. Silber, hier so Silberbarren. Oder Weißgold. 84 Barren Weißgold. Platin ist ja noch relativ neu. Zwergeneisen, hochwertiges Eisen ist, glaube ich, noch älter. Das ist alles sowas von alt. Achso, ich kann. Ja, klar. Schiffwerkzeuge und Schmiede. Haben wir alles. Weil ich habe ja hier meine Universaldinger. Plus 20% Crit. Das Ding ist mega gut. Kannst du mir sagen, was du willst. Das beste Item, was es gibt. Ist voll das beste Item auf von Welt, ey. Okay, ich brauche jetzt Kohle oder ich brauche irgendwie noch was von diesen Eisen. Ich weiß nur noch nicht, wo ich der holen soll. Wieso finde ich keine verdammte Kohle? Ich muss doch irgendwo muss man noch Kohle kaufen können. Kann doch nicht sein. Ich google jetzt mal. Lotro. Kohle kaufen. Hallo, seit Tagen suche ich nach Kohle. Ja, wunderbar. Bist nicht der Einzige. Achso, warte, da. Da war eine Datenbank. Nee, dann will ich nicht. Scheiße, ich will... Ach, schon fertig, scheiße. Wartet, ich guck mal eben. Nur bei einem bestimmten Händler oder nicht? Nee. Ja, komm, mach mal hier, lad doch mal bitte. Gibt es im Shop nichts? Bla 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 bla. Bla bla bla. Ein Stück Kohle ist Shop only. Ja, und wo bitte? Kohle kann man finden, wenn man Erz abbaut. Nee, überhaupt nicht. Man braucht nämlich die anderen. Ein Stück Kohle gibt's bei NPC. Da steht aber nicht welcher. Mann, kacke. Wie ärgerlich. Ich muss doch irgendwo jetzt noch diesen einen Rang herkriegen. Das kann doch nicht so schwer sein. So, versuchen wir das nochmal. Naja, ist alles neu sortiert. Das ist cool. Hier kann ich nichts mehr kaufen, ne? Hier oben komme ich auch nicht rein. Okay, dann gehe ich mal da vorne zu den Händlern. Da muss doch irgendeiner sein, der mir Kohle verkauft. Kann ja wohl jetzt nicht sein, dass ich da nichts von finde. Schmiedemeister sind auch nicht auf meiner Seite. Ach, was ist denn mit... Hier, ich bin noch hier in der Schmiedegilde. Bin ich doch eigentlich drin. Die sind doch bestimmt auf meiner Seite. Die verkaufen doch Kohle bestimmt. Pass mal auf, hier gibt's Shops. Die verkaufen alle. Verbesserte Rezepte der Schmiedegilde. Dafür muss ich aber erst Geltungsrang Meister der Gilde sein. Was? Boah, viele Rezepte der Junge hat. Krasse Sache. Wie war das mit legendäre Rezepte? Ach, weil ich habe ja sonst nichts zu tun. 400, boah. Schwarzer Schlüssel. Krass. Was ist mit dem hier? Was benötigt ihr? Wappenhändler. Ja, wo kriegt die Dinger her? Weiß auch kein Mensch. Also ich zumindest nicht. Ist das hier eine besondere Schmiede? Nö, ne? Oberhaupt der Schmiedegilde. Symbol der Macht. Was kriegt dafür? Königskrone. Ulala. Nee, ich muss die Königskrone kriege ich die Dinger. Genorchische Krone. Ei. Okay, hier sind die krassen Sachen.